Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt bei der 11. Lektion angelangt und da geht es jetzt um Kommentare. Die haben wir schon ein Beispiel für ein Listing mit Kommentaren und da haben wir die Möglichkeit, in PHP Kommentare einzufügen. Da gibt es einzeilige und mehrzeilige. Wir haben es ja schon in HTML kennengelernt. Einzeilige mit eben diesen beiden Slashes hier. Und mehrzeilige hier mit Slash, dann zum Sternteil, nochmal Sternteil, Slash. Wenn wir uns hier ein praktisches Beispiel anschauen, das wäre jetzt hier ein einzeliger Kommentar. All das, was hinter diesem Kommentarzeichen eben versteckt ist, wird auch nicht auf der Webseite ausgegeben, sondern dient einfach denjenigen, der sich das Listing, das PHP-Listing anschaut. Das hier wie ein Beispiel für einen mehrzeiligen Kommentar. Und hier hast du auf der rechten Seite schon gesehen, dass dieses Listing hier anscheinend irgendeinen Fehler beinhaltet, weil es nicht ordentlich ausgeführt wird, und es wird hier schon gerne Hinweis gegeben. Unexpected Sterndal online 10. Das heißt, hier irgendwo in diesem Bereich muss der Fehler liegen. Man schaut sich immer die Zeile an, die hier angezeigt wird und die davor. Und da sehe ich, dass hier eigentlich ein Kommentar gedacht wäre von 8 bis 10 und hier hinten ist nochmal ein mehrzeiliger Kommentar. Und da muss man eben wissen, dass Kommentare nicht ineinander verschachtelt werden sollten. Jetzt lassen wir das jetzt mal ohne Zeilennummer anzeigen. Markieren und kopieren wir wieder alles, gehen in unseren Skript hinein, lösche schon mal das, was ich davor gehabt habe, gebe jetzt hier herein, klicke auf Speichern und lasse mir hier bei Check das anzeigen. Auch hier zeigt er mir dasselbe an. Ja. Hier wird der Fehlermeldung schon so angezeigt und ich möchte das jetzt hier den Fehler beseitigen. Da habe ich eben die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel diesen Kommentar wegnehme, umwandle vielleicht in einen einzeiligen, speichere das Ganze. Lass es mir hier nochmal anzeigen und der Fehler verschwindet. Das heißt, so würde es dann funktionieren. Schauen wir uns das einmal an. Hier, dies ist ein Test, dies ist ein Test. Dann würde dieses Test eben das erste hier, diesen ersten Teil des Satzes bedeuten, das ist der zweite. Das heißt, man muss dann auch aufpassen mit den ganzen Kommentaren, wie man das macht. Wenn ich das nicht mehr hier eingeblendet haben möchte, ich verändere es mal vielleicht, dies ist ein Test 2. Schauen wir uns das noch einmal an. Wenn ich diese Zeile nicht mehr eingeblendet haben möchte, aber nicht gleich löschen möchte, weil ich sie später nochmal verwenden möchte, kann ich jetzt diesen Kommentar davor setzen. Und es wird wirklich tatsächlich nur noch dieses dein Test angezeigt. Also nicht nur zur Information für denjenigen, der sich dein Listing durchlässt, ist es gut, sondern man kann ganz gezielt bestimmte Zeilen dann auch ausblenden und sie werden eben nicht mehr im PHP-Listing dann wirksam. Bleibt für mich der Verweis wieder auf die Aufgabenstellung, die ich dir empfehlen würde zu lösen, damit du das verfestigen kannst, was wir hier besprochen haben. Danke fürs Zuhören und natürlich fürs Zuschauen.